Sie suchen den See ab. Eva muss so weit hinausgeschwommen sein. Bitte sag das nicht, dass... Sie ist ertrunken. Mein armer Junge. Das kann nicht sein. Sie muss verzweifelt um Hilfe gerufen haben. Irgendjemand ist in den See gesprungen, hat sie aber nicht gefunden. Jetzt müssen wir abwarten, ob die Taucher sie finden. Eva. Ich muss zum See. Ich werde sie finden. Robert! Ich weiß, wir haben das Thema endlos durchgekaut. Jakob, bitte. Und ich habe einen sturen Bauernschädel, den ich vielleicht etwas zu oft durchsetzen wollte. Darum geht's doch nicht. Wenn du willst, ich nehme sogar deinen Namen an. Ich kämpfe an deiner Seite. Mit all meiner Kraft. Für uns und unser Gestüt. Sibylle, du bist die Frau meines Lebens. Jakob, du bist mir unendlich wichtig. Aber ich kann dich nicht heiraten. Irgendwas stimmt nicht zwischen uns. Passt nicht zusammen. Ich kapiere nicht, was du meinst. Noch nie in meinem Leben bin ich so tief gestürzt, dass ich jemals darüber nachgedacht habe, Alkohol zu trinken, um das alles auszuhalten. Es ist wegen Xaver Steindler. Was? Nein, Quatsch. Natürlich, er ist schuld. Xaver hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder. Jakob. Du bist mir so wichtig. Ich hab dich so gern. Aber reicht das wirklich, ein ganzes Leben miteinander zu verbringen? Und schau mich doch bitte nicht so an. Dann gibt's ja wohl nichts mehr zu sagen. Herr Schombichler. Servus. Ja, ursprünglich wollten wir Ihnen ja ein ganz besonderes Kendo-Buch schenken. Aber? Aber ich habe ihm aus Versehen beim Stockkampf eine Riesenbeule verpasst. Und da meinte Tanja, es wäre besser, wir würden Robert was Ungefährliches schenken. Einen Fresskorb. Mit einer Prachtausgabe von Romeo und Julia. Aber wenn du den nicht beteiligen willst, da ist er. Ja, doch, na klar. Hier. Danke. Kannst du zum Unterschreiben? Ja. Dankeschön. Tschö. Das ist ja süß. Findest du? Aber waren das nicht mal 12 Flaschen? Ja, wieso? Ich zähle nur 11. Haben sie eine weggebeamt? Also Moment mal, ich bin im Dienst, da trinke ich doch nicht. Keine Sorge. Ich verpetze sie nicht. Nein, das ist ein Geschenk. An sowas vergreift man sich nicht. Was ist? Das soll ja wahnsinnig süffig sein, dieses Burgerbräu. Ja. Leider habe ich es ja nie probiert. Tja. Und jetzt ist es zu spät. Es wird ja nicht mehr gebraut. Und die Flaschen gehen alle nach Verona als Geschenk für Gianni und Carlo. Schade, schade. Allerdings. Ja, aber was ist mit der? Wie kommen die da rein? Die habe ich ganz vergessen. Na, sowas. Oh, jetzt ist es offen. Ja, ich hol Gläser. Auf das gute Burgerbräu. Unglaublich. Wahnsinn.
Sag ich doch. Eva! 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 Was gibt's denn nicht? Wo lagen denn Ihre Sachen? Ja, ja. Hier ungefähr. Was heißt denn ungefähr? Ich muss das ganz Robert, genau wissen. Bitte ruhig, komm. Und was hat die Feuerwehr gemacht? Sie haben sofort begonnen, den ganzen See abzusuchen. Auch mit Tauchern? Mit Booten, mit allem. Wieso finden Sie dann Eva nicht? Robert, Sie werden sie finden. Ja, aber Sie müssen sich beeilen. Sonst ist es zu spät. Ich habe mit dem Einsatzleiter gesprochen. Er sagt, Sie werden sie früher oder später finden. Wieso? Wieso? Der Evas Bruder ist doch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und er hat doch ein paar Männer, die könnt ihr doch hierher holen. Der Einsatzleiter hat doch gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, sie nach so langer Zeit noch lebend aus dem See zu bergen. Er will das wissen. Vielleicht ist sie bewusstlos. Sie wurde irgendwo angespült. Eva! Das kann nicht sein. Eva! Eva! Beruhigungsmittel gegeben. 2-3 Stunden wird sie schlafen, dann geht's ihr besser. Sollte sie in ihrem Zustand lieber nicht nach Verona? Was ist denn eigentlich passiert? Sie redet die ganze Zeit von diesem Heinemann. Ich dachte, der ist im Gefängnis. Der ist ausgebrochen. Als ob sie nicht schon genug Ärger mit ihm hatte. Was meinst du, was das ist? Verbranntes Stück Stoff. Lena glaubt, das ist ein Stück von seiner Gefängniskluft. Aus. Ganz normaler Stoff. Sie schwört, sie hätte die Initialen JVA darauf gelesen. Man sieht aber nichts. Sie sagte, sie ist unterwegs, weil es zu fallen. Sie glaubt, der Mistkerl ist wieder hinter ihr her. Sie will ihn sogar im Park gesehen haben. Weißt du, wir können uns im Ansatz nicht vorstellen, was für ein Trauma sie dadurch gemacht hat, so lange verfolgt zu werden. Also sollte sie lieber nicht mit nach Italien. Doch. Im Gegenteil, ich finde das sogar sehr gut. Meinst du? Ja, ja. Du, macht euch ein paar schöne Tage. Bring's auf andere Gedanken. Das ist genau das, was sie jetzt braucht. Ich muss ins Standesamt. Robert und Eva warten bestimmt. Ich kann doch Lena in dem Zustand nicht alleine lassen. Ich halte Wache. Wenn ich zurückkomme, zaubere ich dir ein Fünf-Gänge-Menü. Ach, herrlich. Ein Koch in der WG. Ein Arzt in der WG. Hey, wir sind zu beneiden. Wahrlich. Halt, mein Crashkurs in Italienisch. Wenn Sie so weiterschrubben, dann haben Sie gleich ein Loch in Ihrem Sakko. Was ist denn los? Was los ist? Sibylle hat gerade mit mir Schluss gemacht. Was? Wieso das denn? Was schauen Sie mich denn jetzt so an? Nur zu. Freuen Sie sich. Warum sollte ich mich denn jetzt bitte freuen? Sie und Sibylle, Sie haben mich doch die ganze Zeit verarscht. Das ist absoluter Blödsinn. Und was war, als Sie sich neulich in Sibylles Bad versteckt haben? Jetzt fangen Sie schon wieder damit an. Ich dachte, das wäre geklärt. Natürlich. Ständig habe ich jede noch so dumme Ausrede von ihr geglaubt. Zum Idioten habe ich mich gemacht, zum Supertrottel. Das haben Sie nicht. Ich weiß, ich habe sehr viel Unruhe in Ihre Beziehung reingebracht und ich verstehe auch, dass Sie sauer auf mich sind. Wenigstens das. Ich verstehe auch, dass Sie jetzt sehr verletzt sind wegen der Trennung, aber zwischen Sibylle und mir läuft nichts. Sie endlich die Klappe, Steindl. Diese Lügen, diese ewige Heuchelei, ich kann's nicht mehr hören. So einer wie Sie, der passt wahrscheinlich viel besser zu Sibylle. Der Kentlinger. Wenn Sie sie unbedingt haben wollen, bitteschön, sie gehört Ihnen. Questa è una bella chiesa, molto antica. Ah, da seid ihr endlich.
Che bella giornata. Ja, bloß auf mit schöner Tag. Eva ist verunglückt. Was? Wie es aussieht, ist sie im See ertrunken. Was, sie ist tot? Man hat die Leiche noch nicht gefunden, aber der Einsatzleiter hat keine Hoffnung. Was ist denn mit Robert? Der sieht schrecklich aus. Schrecklich. Wenn ich irgendetwas tun kann, dann... Ich hoffe, du hast Verständnis, dass wir uns vorläufig nicht so erziehen können. Robert braucht seinen Vater. Obwohl ich im Moment nicht weiß, wie ich ihm helfen kann. Mein armer Junge. Wie wird er das bloß überstehen? Zum zweiten Mal verliert er eine große Liebe. Das ist doch eine ungerechte Welt. Warum muss das Schicksal immer meinen Robert treffen? Darf ich dir einen Rat geben? Du musst dich jetzt zusammenreißen. Du musst Haltung zeigen. Der Baum sein, an dem sich dein Sohn aufrichten kann. Ja, natürlich. Ständiges Jammern und Wehklagen helfen nicht. Vor allem nicht deinem Sohn. Sondern was heißt denn hier ständig, dass mit Eva so gerade passiert? Ich habe kein Herz aus Stein. Ich weiß. Eva war sein liebes, hübsches Mädchen. Werner, das, was deinem Sohn passiert ist, tut mir sehr leid. Aber... Aber was? Robert ist noch jung. Er wird darüber hinwegkommen. Und am Ende macht es ihn sogar noch stärker. Was redest du denn da? Das ist wirklich alles schlimm. Aber glaub mir, anderen geht es noch viel schlechter als deinem Sohn. Ach ja? Das ist deine Art, jemanden zu trösten? Du entschuldigst mich immer zu meinem Sohn. Vielleicht werden wir uns auch in den Armen liegen und heulen. Aber keine Sorge, du musst ja nicht dabei sein.